Es ist Nacht geworden in The Forest. Katja und ich immer noch am Strand unterwegs und wir werden jetzt gleich ziemlich coole Sachen sprengen gehen. Oder, Katja? Ja, voll dafür. Sachen sprengen, Sachen sprengen. Nice. So, ich würde erstmal gerne Licht haben. Licht. Danke. Dann folge mir. Ich zeige dir, wo ich etwas zu sprengen gefunden habe. Okay. Vor allem, wir haben beide nicht gesehen, wie das Dynamit in unserem Inventar aussieht. Ja, urpeinlich, urpeinlich. Hast du vielleicht zufälligerweise etwas dabei? Wobei, ich snack jetzt einfach gleich was, sonst hätten wir Feuer machen können. Ich habe nämlich uviel Fleisch. Ja, ich auch eigentlich. Das hätten wir vielleicht verkochen können. Aber wir können ja eigentlich neben dieser Höhle, die ich dir gleich zeigen werde, ein kleines Feuer bauen. Können wir gerne machen, ja. Uns dann kurz stärken und dann da runter gehen. Also die Höhle ist hier. Ah ja, siehst okay. du? Mhm. Ja? Mhm. Ich würde sie kurz öffnen für ja, uns. Ja, ich baue in der Zeit ein Feuer. Dann so. Haben wir hier Teamwork. So, Feuer ist am Start. Ja, pass auf. Und weg, 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 weg. Nice. Geil, Alvin. Meinst du, man kann erschlagen werden von den Steinen, die in der Gegend herumfliegen? Das ist eine gute Frage. Frag mich was Leichteres. Okay, 1 plus 1 ist 2. Nice! Gott, wir sind so gut. So. So gut. Okay. Ich sammle hier mal noch ein bisschen Chicory. Und ich habe jetzt einen Snack und einen Soda getrunken, damit meine Bars auf der Seite wieder voll gefüllt sind. Oh, krass, stimmt. Ist ja krass mit der Ausdauer und mit dem Dings. Genau, das geht irgendwie runter. Jetzt habe ich was gegessen. Jetzt geht's auch wieder. Ja. 20 Tage überlebt. Da liegt dein Fleisch. Dein Fleisch ist fertig. Oh. Nom, 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 nom. So, na dann. Würde ich mal sagen. Sehr gut. Auf geht's. Kommen wir dann. Juhu. Hä? Da ist ja gar nichts. Oh, das ist ja gar nichts. Da ist aber ein Teil der Waffe. Ja. Oh, geil. Nice. Teil 8 von 8 gesammelt. 8 von 8. Ja. Ich dachte jetzt gerade so, yay, rein hier. Höhle, ich auch. Aber das ist okay. Wahrscheinlich nie so eine Höhle. Okay, wie viele Teile haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben 3 von 8 irgendwie. 8 von 8, wir haben 2 Teile anscheinend. Oh, lolo, ja, lolo. 2 bisher. Hm. Na, wundervoll. Das ist jetzt nicht so viel. Nee. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen weiter am Strand entlang bei diesen Gebäude. Boah, wir sind ja ganz links oben jetzt. Warte. Oh, da kommt einer, da kommen mehrere. Da kommt ein ganzes Trüppchen und irgendeiner hat eine Fackel in der Hand, also Vorsicht. Hörst du auf? Bist du Depper, Debbie? Wo kommen die alle her? Wie vermehren die sich so schnell? Wir töten so viele von denen täglich. Oh Gott, irgendjemand hat was geworfen, hast du es gehört? Oh, oh, die werfen mit. Oh mein Gott, mit was werfen die? Alter, Junge. Chill dein Leben. Ich brenne. Ja, dann ab ins Wasser mit dir. Ich mach so lange den Anführer. Ich kann grad gar nichts machen. Hat der Feuerpfeile oder was hat der da am Start? Ja, der hat Feuerpfeile. Ja, nein. Der wirft angezündete Tennisbälle. Ich hab's gerade gesehen, wie ihr ihn anzünden wollt. Wo ist er? Ist er tot? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er jetzt. Ich kann ihn leider gerade nicht... Ah! So, Anführer ist down. Ja, der eine rennt hier immer noch rum. Jetzt aber. Alter. So. angezündete Tennisbälle, Alter. Was ja, ja, geht? Ja. Richtig krass. Was geht denn bei denen? Also manchmal ist es so sau random. Boah, vor allem, weißt du, was mich halt mega nervt jetzt? Was? Jetzt habe ich 2 von meinem, von meinem Fell verloren halt. Ja, ich auch. Ja. Das ist halt wirklich... Ah, das Kaka. Ist... Ja, das ist wirklich... Warte mal. Ja, ich sehe es. Ah, Kacke. Ja, da müssen wir wirklich, also, das ist aber dann echt ein bisschen krass, dass wir dann in... Ja, aber obwohl bei mir steht, nee, Kälteschutz immer noch 20%. Ja, ich hatte ja auch 20% durch. Ja, okay, hab's auch verloren. Das ist schade. Das ist wirklich sehr schade. Ja, da müssen wir uns das halt wirklich farmen gehen und sobald wir... Oh mein Gott, da ist ein Vogel gerade im Feuer gelandet. Und der er ist auch gestorben, ja. Landet ein Vogel im Feuer... Setz dich nieder ins Feuer. Oh Gott, ich dachte gerade, du... Oh Gott, ich dachte gerade wirklich, du hättest dich da so ins Feuer gedings geworfen. Fallen lassen. Ja, so... So, kein Bock mehr. Tschüss, Kathi. Mein Leben ist sinnlos. Ah, das ist wirklich echt ein bisschen tricky. Da muss man ja eigentlich jeden Kampf vermeiden, wenn man in diesem Schneegebiet ist.
Das ist halt wirklich ein bisschen sehr heftig. Also wir machen jetzt hier großes Feuerfeuer. Also falls jemand uns töten will. Wir haben eigentlich noch nie ein Signalfeuer gemacht. Weißt du das eigentlich? Ja, vielleicht nehmen wir uns jetzt seit einiger Zeit einfach selbst die Chance, dass wir theoretisch gerettet werden könnten. Vielleicht hätten wir schon längst einfach ein Signalfeuer machen können und alles wäre gut gewesen. So, aber jetzt für die Stimmung mache ich jetzt auch mal wieder die Farbkorrektur aus und mache die mal wieder auf normal. Original, genau. Weil das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen cooler. Weil dann sehe ich zwar auch wieder nichts, weil vorher habe ich wieder auch alles gesehen, aber so ist das, denke ich, ganz gut. Okay. Passt. Haben wir alles? Haben wir alles. Dann würde ich das sagen, wir orientieren uns jetzt einfach mal Richtung Heim. Ja, ich würde vorher halt hier unten noch schnell noch mal gucken gehen, dass wir dieses letzte Ding abgesucht bekommen. Ah, okay. Weil ich glaube, wir hatten die zwei hier vorne. Das sieht irgendwie aus, als wenn man hier so ein Schiff hätte bauen wollen, so ein bisschen danach. Echt? Ein Schiff? Ja, nicht, ja, kein normales Schiff, vielleicht so ein, weiß nicht, aber es sieht so ein bisschen, sieht nicht aus wie so ein Haus, weißt du? Na, wie ein Haus hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber... Also, nicht ein Haus im klassischen Sinne, auch nicht so wie so ein Unterschlupf. Ja. Vielleicht kann man hier raus sich selbst so ein Baumhaus basteln. Warte mal. Also hier sind auf jeden Fall irgendwelche Rutschen. Ich geh mal hoch. Rutschen. Ach, guck mal. Ja, was ist das? Es ist wirklich. Doch, es ist wirklich sowas wie ein Haus. Ja, cool. Voll gemütlich. What the heck? Wenn ich ständig Köpfe rumhängen würden. Die Inneneinrichtung ist ja furchtbar. Also ich meine, hier könnte man sich bestimmt auch so ein Zweitlager vielleicht sogar aufbauen. Mhm. Ist ja interessant. Wer hat denn das hier gebaut? Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Irgendwie nicht, dass das die Eingeborenen waren, wenn ich ehrlich bin. Aber da ist also so viele Schädel herumliegen. Ja gut, die kann man ja auch genauso wie wir, dass man die getötet hat und quasi so ein bisschen zur Lampe ausgebaut hat. Aber das ist interessant hier. Also falls wir mal einen zweiten Unterschlupf brauchen, warte mal, ich markiere mal das mit einer Signalflagge. Ja, mach das mal. Damit wir das ja auch notfalls wiederfinden. Wo da? Da war die. So, ich mach das mal grün. Grün. Grün sind die Häuser. Grün ist die Hoffnung, grün sind die Häuser. Das ist irgendwie ein schöner Gedanke. Ja, ja, ja. Bis wir sterben, dann eher nicht mehr. Ich fühle mich so verfolgt die ganze Zeit. Das ist voll ätzend. Gell, weil man einfach Angst hat, dass sie jederzeit immer kommen könnten und. Meh. So, jetzt gehe ich mal in dieses Haus gucken. Vielleicht liegt ja hier irgendwo eine Nachricht von Timme. Timmer. Guckst du nach oben? Ich gucke ins nächste. Ja. Keine Nachricht von Timmer. Nur Köpfe. Ja, wirklich, nur Köpfe teilweise, ey. Köpfe, 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 Köpfe. Vielleicht haben das ja unsere mitüberlebenden Reisenden gemacht. Oh, ich habe wieder Farbe gefunden. Hä? Ich verstehe es mit dieser Farbe nicht. Ich auch nicht. Weil ich bin nicht ganz rot. Leider ist ja noch nicht unser Part live, wo wir über die Farbe reden. Von daher, also. Schade, ja. Aber das sieht hier... Da in der Seite, da auf der Seite ist sie hier. Ah, ja. Ja, gut. Ah, du bist auch wieder rot. Es macht aber auch immer dieses du hast was Mysteriöses entdeckt, Geräusch. Genau. Ist immer sehr... So wie mit, wenn du die komischen Lottozahlen findest. Ja, Mann. Wenn wir die Lost Lottozahlen finden, dann ist alles gut. Oh, Lost, ey. Das war so eine verrückte Serie. Hm. Ich fand, so als Charakterserie fand ich sie echt gut. Nur leider so insgesamt so als, das Ganze löst sich auf, fand ich es echt scheiße. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Also ich kann da gar nicht so viel mitreden. Aber die Köpfe hier sind auch alle rot angemalt. Ja, vielleicht, oder keine Blut, Ahnung, vielleicht oder? Blut für Baal oder so. Drin? Blut für Baal, Blut für Baal. Wer ist Baal? Ach, keine Ahnung, ich glaube, das haben die mal in einer Simpsons-Folge gesagt, wenn mich alles täuscht. Ach so. Ja, Baal ist so ein Gott, aber... Ja, aber... So ein böser Dämonengott, der in jedem Insidious, was weiß ich, ja, das stimmt. Vertreibungsfilm vorkommt. Ja, deswegen, also Blut für Baal hier für uns an dieser Stelle. Ja. Läuft. Hallo, ich komm... Ich hab mich erbissen. Oh nein. Oh, nein, toll. Meine ist die Farbe, meine Farbe gleich weg. Ja. Wollen wir hier... Nee, übernachten können wir ja hier auch nicht. Ach komm, wir gehen jetzt einfach. Ja. Ich mag euch eh nicht hier. Mir ist kalt. Ja, dir ist kalt und du bist nass. Erzähl mir doch mal was Neues, liebes Spiel. Ich bin immer kalt und mir ist immer nass. Und hier sind immer noch tote Haie. Ja, es ist strange. Also das mit diesen toten Haien nur ist viele wirklich von dem Fall. Super strange.
Vor allem, dass wir daraus keinen Nutzen ziehen können, nervt mich. Ja, das mich. Nervt mich auch, ja. Dass wir sie nicht irgendwie verarbeiten können, ja. Anzünden oder... So, irgendwie wenigstens mitnehmen, in den Feuer schleppen oder irgendwas. Ich meine, ich kann sie ja nur ihren Kopf abschneiden und damit ihnen Spiele treiben. Aber das ist was. Oh, Vorsicht. Oh, da vorne eine ganze gehört. Truppe. Ja. Okay, warte, Machst du Fackel? Ja, ich bin gerade dabei. Ich glaube, ich erfriere gleich. Sieht da so hart. Ja, die du. Wie viele sind es denn? Ich guck mal, es sind 3, 4 Stück. Ah, die Fackel hilft natürlich nicht, weil es regnet. Ah, es regnet, scheiße, stimmt, ja. Wann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh Gott, sie sind hier zahlreich. Ja, ja. Ah, ich wurde ordentlich gehämmert. Oh, Vorsicht. Oh, ich auch. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh Gott, ich komme nicht weggerannt. Oh, Scheiße, ich muss weg. Oh Gott. Ja, renn weg, ich renn auch grad. Renn. Lass uns zu den Häusern nochmal zurückrennen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hänge fest, oh Gott. Oh Gott, es ist Tag. Es wird Tag, mir wird wärmer, immerhin etwas. Ja, immerhin, oh Gott, so, Snack, Energy. Okay, du bist ganz woanders. Ich bin in dein Wasser gefallen. Oh Gott, hier sind so viele Scheibenkleister. Hier sind so viele. Ich schwimme gerade irgendwo herum. Oh, so. Okay. Becky! Oh Gott, ja, ich komme. Warte, ich komme. Schütze mich für 2 Sekunden. Ich muss mein Feuer anmachen. Oh, Junge. Einen habe ich umgehauen. Und einen habe ich umgehauen. Warte. Ich habe kein Energy. Ausdauer. Okay, mach dein Feuer. Ja, warte. Lass uns den erstmal umnödeln. Okay. Oh, wow, ich habe dich getroffen, glaube ich. Nein, alles gut, ich lebe noch. Okay, also da hinten sind auch schon wieder welche. Vorsicht, da kommen sie. Ausrüsten. Ja. Komm, mein Freund, hä? Ich schütze dich. Trau dich! Okay, nice. So, er fackelt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Da hinten sind noch mehr, da sind 2, 3 noch. Okay, dann lass zurück zur Base laufen, Katja. Ja, ab geht's. Oh, scheiße, da oben kommen, da vorne sind auch 2. Fuck, mein Leben. Wir egal, ich zünd die einfach an. Ja. Komm her. Hau den um, ich zünd den anderen an. Okay, sind beide angezündet. Oh, runtergefallen, nice. Egal. Okay, das waren ein paar viele jetzt an dieser Stelle. Ey, ja. Oh, da hinten kommt so ein Fetter. Siehst du ihn über den Hügel kommen, da hinten? Nee, zum Glück. Boah, da hinten kommt, glaube ich, so ein Fetter über den Hügel. Also, oh Gott, oh, ich habe richtig Schiss gerade. Gut. Wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Ja, das hatte ich mir auch gerade. Scheiß. Gut, dann mal weg. Warte mal, ich rufe nochmal meinen Speer aus. So. Aber Gott sei Dank wurde jetzt auch Tag, ey. Ohne Schmarrn. Mann, ey, jetzt war kalt und verletzt. Ich habe gerade so mit einem 1% Leben überlebt, ey, wirklich. Oh, so geil. Und dann falle ich so irgendwo in ein Wasser und denke mir so, bitte nein, ich bin ja noch nass. Wir hatten aber auch echt Glück, dass jetzt noch Tag wurde und das dementsprechend. Aber da oben ist irgendwo eine Höhle und die haben wir immer noch nicht gesehen, finde ich, glaube ich. Aber, Also auf der Map habe ich jetzt nur kurz geguckt. Ja, wir kümmern uns drum demnächst. Ich glaube, wir hatten jetzt auch einfach, wie gesagt, dieses Pech. Die haben ja diese Routen an den Stränden, wurde uns ja geschrieben. Dementsprechend, glaube ich, hatten wir jetzt einfach gerade echt blöd abgepasst, dass wir bei den Stränden herumgeeiert sind. Und die dann natürlich zu haufenweise, zu häuf irgendwie herumgewatscht sind. Zu uns kommen. Wird sein, dass wir speichern und auch mal schlafen gehen wieder. Wir waren auch schon lange nicht mehr schlafen. Ich bin auf jeden Fall dafür. Hängst du hier fest, kleines Kind? Oh, schade. Ich glaube, es wollte von dir nicht behandelt werden. Nicht gesehen. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, entweder das war ein Anzeigefehler, so von wegen, dass es halt so aussah, aber ich glaube, da kam so ein Vetter noch hinten über den Hügel rüber, beziehungsweise runter. So, warte mal, Häschen nicht in der Grube. Achso, die ist gar nicht, warte. Na, ich glaube, sie ist nicht aktiviert gewesen. Ja. Ist ja nicht so schlimm, wir haben ja noch genug Essen. Oh, hallo Camp. So. Hallo, The Terminator. Hallo. Stupsi. The Terminator, Stupsi. Dem geht's gut. So. Stupsi auch. Hallo, Stupsi. Okay. So, ich hänge jetzt mal eben mein Fleisch auf, damit es nicht verrottet. So. Mhm. Wir könnten noch so ein Ding bauen. Ja, könnten wir machen. Soll ich gucken? Ich baue mal eins. Aber ich baue. Und dann... Eieieiei. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie es mir so insgesamt geht. Also,
Ich bin... Sag, wie ist dein Befinden? Mir geht's eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja? Brauchen wir gar nicht schlafen? Bist du müde? Fatigue? Eigentlich nicht. Müdigkeit bei 86%, also... Hä, wieso gibt's zweimal... Hä, bei mir steht zweimal Müdigkeit. Hä? Lul. Ach so, ich weiß, die machen Müdigkeit im Sinne von müde, schlafi. Und ja? Müdigkeit im Sinne von energielos, so, weißt du? So ein bisschen. Ah, ja, okay. Bisschen, ja, diese deutschen Tooltips sind ein bisschen merkwürdig an einigen Stellen. So. Die Frage ist: Gut, wir könnten trotzdem nochmal. Also, speichern gehe ich jetzt erstmal auf jeden Fall. Sicher. Ah, ja, mach mal. Und dann könnten wir halt überlegen, ob wir dann, wie gesagt, eine der Höhlen jetzt nochmal versuchen, fertig zu kriegen. Sehr gut. Perfekt. So viel Fleisch. Ja, Mann. Fleisch. Das ist richtig gut. Vor allem, wenn es gedried wird, dass wir es dann mitnehmen und ganz entspannt. Alter, ist wieder so windig gerade bei mir. Das ist dann immer so laut. Bei mir, ich glaube, Wind gibt's bei mir im Spiel einfach gar nicht. Bei mir windet es irgendwie nie. So, Frage ist jetzt, Marigold Aloe. Wassersammler wollte ich auch noch bauen. Ah ja, genau, meiner. Ah ne, meiner ist fertig. Hast du fertig gebaut? Ja, genau, den habe ich fertig gebaut. Sehr gut. Ein Stock bräuchte der noch. Warte, den habe ich. Perfekt. So, jetzt haben wir 4 Wassersammler, ist schon mal ganz gut. Ich überlege, ob wir uns. Sprengstofflager, Waffenständer, kleiner Schrank, Snacklager. Marigold. Ein Waffenstock. Fiddler. Chicory, Sonnenhut und ich überlege, ob wir uns halt selbst auch nochmal so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel Medizin, heilt Gesundheit, das ist eigentlich ganz gut. Dann werde ich mal. Ah ja, mir fehlt jetzt Aloe Vera. Ich habe verdammt wenig Aloe Vera. Okay, daraus passiert leider nichts. Naja, das funktioniert nicht. Naja, das funktioniert leider auch nicht. Okay, also ich habe mir jetzt einmal Medizin hergestellt. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass ich kein Aloe Vera insgesamt habe. Ja, aber das ist irgendwie auch urselten, oder? Aloe Vera. Ja, irgendwie gefühlt ja. Wo ist denn nochmal unser Status? Wo sehe ich das? Hinten ist auch ein Buch drin. Warte mal, ich guck mal. Ah ja, da. Ich bin nur hungrig und... Was habe ich? Hunger 43, Durst 87, Gesundheit 73, Müdigkeit ist bei mir 77. So, also... Kein Gärterschutz, kein Stealth, nix. Oh, das hätten wir auch mal schauen können, ob wir Stealth bekommen, wenn wir uns rot anmalen. Ja, stimmt. Das hätten wir wirklich mal gucken können. Hm. Also wir haben auch eine Menge Batterien. Wir haben 7 Batterien, aber wir haben noch keine Taschenlampe dazu. Das nervt mich irgendwie. Aber wir müssen uns das selbst nicht zusammenbauen. Warte mal, ich mache uns jetzt mal... ich mache uns jetzt mal so eine Ständer. Und zwar so ein Rüstungsständer, würde ich mir gerne einfach bauen. Ich habe jetzt das. Hinbauen. Ja, baue das mal. Oh, shit. Ich stelle es einfach mal direkt jetzt neben unser Haus. Ja. Ich habe angefangen, ein Felllager zu bauen. Genau, sehr gut. So, Knochenkorb haben wir. Und dann würde ich gerne noch einen Waffenständer hier irgendwo hinbauen demnächst. Mhm. So, warte mal, da ist ein Hase, der verzweifelt versucht rauszukommen. Und er hat es auch irgendwie geschafft, hier durch die Barrikaden zu kommen. Okay. Ja, wenn sich so kleine Kaninchen da durchbaggen. Dann baggen sich da auch die großen Viecher durch. Stirb! Schade, stirb nicht. Okay. Ich sammle hier gerade ein paar Stöcke ein, damit ich nicht auf den Vorrat zurückgehe. Also wir müssen ja jetzt auch noch irgendwann theoretisch das zweite Flugzeugteil finden. Haben wir auch noch nicht bisher. Ja. Da müssten wir demnächst mal schauen. Und es wäre so geil, wenn wir Aloe Vera finden würden. Weil dann könnten wir uns nämlich auch mehr Medizin und so einen Quatsch machen. Weil dann wären wir nämlich nicht so ganz so krass abhängig von den... Von den Medics. Von den Medics, ja. Gut, wir finden ja eigentlich immer eine Menge, aber zum Beispiel in einem Kampf oder so, dass wir immer das noch in der Rückhand quasi haben, wäre schon cool. Oh, fuck my life. Komm her, du scheiß kleines Reh. So, dann versuche ich erstmal auf Sachen. So schnell weg. Wir brauchen so Tierfallen, irgendwo die Rehe reinrennen auch. Gott, wo bin ich jetzt? Ah, hier. So, immerhin, wir haben schon mal ganz gut überlebt. Finde ich auch. Bisher ist es eigentlich eh ganz gut. Ach, jetzt bin ich hier. Hase! Hase läuft weg.
So, 11:37. Dieses riesige Loch, das da einfach ist. So ein Loch. Ach ja, chill. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weggelaufen. Alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich hack hier noch so ein paar von diesen Dingern um, damit ich auch noch unseren Ständer fertig kriege. Ja. Ah, ja, ich seh dich. Lal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 
Doch, spoiled. Kleines Fleisch. Meins ist auch verdorben. Mhm. Droppe ich das mal hier einfach. Vorsicht, also hier auch nicht. Hier sieht die nicht aus. Ich habe jetzt mitten in das Camp das Ding gedroppt, also. Ach, warte mal, ich kann es ja eigentlich auch verbrennen lassen. So, warte. So, also ich habe hier so ein Lizard-Skin jetzt drauf auf diesem Rüstungsständer und. Ach so, ja. Ja, das war es erstmal so ein bisschen. Also viel kam da jetzt leider nicht bei rum. Dann würde ich mal sagen, wir schlafen jetzt einfach doch. Schlafi, schlafi? Ja, würde ich sagen. Wenigstens einmal ordentlich ausruhen. Dann können wir morgen uns was Leckeres zu essen machen und was zu trinken. Und dann kann der Weg auch langsam... Oh nein, jetzt ist es dunkel. Aber wir können ja dann langsam schauen, dass wir dann vielleicht nochmal eine Höhle erkunden oder mal ein bisschen die Map noch. Wir haben ja quasi noch so rechts von der... Dings fehlt uns ja auch noch ein bisschen was von dem Loch, weißt du, ja. Das können wir uns ja beim nächsten Mal anschauen und vielleicht finden wir noch ein paar Rehe und können noch was machen. Ja, vor allem, wir haben ja mittlerweile, glaube ich, auch so viele Knochen, dass wir uns auch gut eine Rüstung eigentlich herstellen können. Hm. Und dann müssen wir vielleicht mal schauen, was ist das hier alles? Das sind auch alles... Aha, aha. Hm. Du hast die hier aufgehangen. Ja, ich habe die hier aufgehangen. Das sind einfach nur Fell und... Ja. Ah ja, okay. Na dann... Okay, dann bringt es ja eigentlich gar nichts, dich da zu halten. Warte, dann packe ich dich lieber... Naja, aber das, da ist es eine Rüstung und dort ist es einfach nur Fell. Hm. Oder so. Okay, ich habe jetzt auch noch mein restliches Dings. Ja gut, müssen wir halt dann mal schauen, wie wir das irgendwie dann machen. Aber gut, das können wir dann in der nächsten Runde. Genau, in der nächsten Folge können wir uns das angucken und dann versuchen wir hier zu überleben im dunklen, dunklen Wald. Wir schaffen das, auf jeden Fall. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.